Sebastian Vettel, unser Sepp, der jetzt natürlich nicht mehr um Siege mitfährt, trotzdem in der Siegestatistik immer noch ziemlich weit oben ist mit seinen 51 Grand Prix-Siegen. Das ist jetzt halt ein heißer WM-Kampf. Lewis Hamilton, Max Verstappen, punktgleich jetzt im WM-Finale. Ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat. Das ist absolut krass. Brasilien, etwas überraschend auf Platz 3 mit 5 WM-Titel. Ihr merkt schon, was Formel 1 Statistiken und Fakten angeht, bin ich nicht immer zu 100% sattelfest. Das lässt ihr mich auch manchmal in den Kommentaren spüren. Genau deswegen habe ich mir in den letzten Wochen dieses Buch reingezogen, nämlich das Buch Grand Prix Geschichten, Fakten, Verrücktes und Furioses aus 1000 Rennen von Stefan Ehlen. Und das werde ich jetzt für euch reviewen. Ich werde euch sagen, für wen dieses Buch ist und ob es eine Kaufempfehlung von mir gibt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Bevor ich auf Inhalt eingehe und auch natürlich meine Kaufempfehlung abgebe, möchte ich erstmal die Frage beantworten, für wen ist denn dieses Buch eigentlich? Also wer ist hier die Zielgruppe? Natürlich, es geht um die Formel 1, aber ich möchte doch das nochmal ein bisschen kategorisieren, ein bisschen aufteilen. Ich möchte mir anschauen, ist das Buch vielleicht etwas für Hardcore-Formel 1-Fans? Ist es was für treue Formel 1-Fans? Ist es was für Casual-Formel 1-Fans? Für neue Formel 1-Fans? Oder wie ist es vielleicht sogar etwas für Personen, die noch keine Formel 1 Fans sind, die man aber vielleicht mit diesem Buch begeistern kann? Fangen wir mit dem Hardcore Formel 1 Fan an. Wenn du also wirklich jeden einzelnen Fakt kennst aus der Formel 1 oder zumindest glaubst alles zu kennen, dann empfehle ich dir dieses Buch, denn ich bin mir sicher, du wirst auch hier noch Fakten und Kuriositäten finden, die du noch nicht kennst. Da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher, denn Stefan Ehlen, der gräbt hier zum Teil echt verrückte Statistiken und so weiter aus. Und von daher würde ich sagen, als Hardcore-Formel 1-Fan, wenn du die Geschichte von 1950 kennst, dann prüfe dein Wissen tatsächlich nochmal in diesem Buch. Denn ich bin mir sicher, da sind noch ein paar Lücken, die du auffrischen kannst, um dann wirklich als 100% Hardcore-Formel 1-Fan zu gelten. Die zweite Kategorie, die zweite Zielgruppe, die ich sehe, sind treue Formel 1-Fans. Zu dieser Kategorie würde ich tatsächlich mich zählen. Also ich bin gerade, was die Vergangenheit in der Formel 1 angeht, nicht ganz sattelfest. Ich habe in den 90ern eigentlich erst so richtig angefangen, Formel 1 zu gucken. Natürlich auch ausgelöst durch den Michael Schumacher-Hype. Aber ja, alles, was davor passiert ist, da habe ich mich natürlich ganz gut aufschlauen können durch verschiedene Medien, durch Filme, durch Bücher und so weiter. Aber das sind doch ganz viele Dinge, die ich noch nicht weiß. Und die konnte ich tatsächlich in diesem Buch herausfinden. Und aber auch ja zur neuen Zeit gibt es tolle Geschichten, tolle Fakten. Und ich denke, wenn du ein treuer Formel 1-Fan bist, wenn du wirklich regelmäßig die Formel 1 verfolgst, auch mitfieberst mit der Formel 1, dann ist dieses Buch perfekt für dich, um da dein Wissen einfach nochmal ein bisschen zu erweitern und nochmal ein bisschen mehr über die Hintergründe zu lernen. Bei der Zielgruppe Casual Formel 1 Fans, da sehe ich eigentlich die Formel 1 Zuschauer, die sich durchaus mit der Materie auskennen, die die Fahrer kennen, die die Teams kennen, vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte kennen, vor allem wenn es natürlich um die großen Formel 1 Fahrer geht, die jetzt aber vielleicht auch nicht bei jedem Formel 1 Rennen einsteigen müssen, die dann vielleicht auch mal ein paar Rennen aussetzen, vielleicht mal sogar eine Saison aussetzen, aber doch grundsätzlich an der Formel 1 interessiert sind. Ich kann euch dieses Buch empfehlen mit einer Einschränkung. Wenn euch wirklich die Historie, die Vergangenheit nicht interessiert, dann sind da schon relativ viele Kapitel dabei, die für euch relativ uninteressant wären. Oder auch vielleicht anders gesagt, wenn euch Zahlen, Fakten und so weiter echt überhaupt nicht interessieren und euch vielleicht eher Hintergrundgeschichte der Fahrer, der Teams und so weiter mehr interessieren, dann ist dieses Buch auch nichts für euch. Aber ansonsten, wenn euch die Formel 1 generell interessiert und ihr vielleicht auch mal im Freundeskreis mit ein paar Fakten, mit ein paar Kuriositäten angeben wollt, wenn ihr mal zusammen Formel 1 anguckt, dann empfehle ich euch dieses Buch aber auf jeden Fall. Oder seid ihr vielleicht sogar ein neuer Formel 1 Fan, seid vielleicht jetzt in dieser Saison, in dieser Wahnsinnssaison 2021 eingestiegen, seid ihr vielleicht durch Drive to Survive eingestiegen, durch die Netflix-Serie über die Formel 1 und habt jetzt da so ein bisschen Fuß gefasst, habt jetzt die ersten Fahrer, die ersten Teams und so weiter ein bisschen kennengelernt, dann sage ich euch, ist dieses Buch vielleicht noch nichts für euch, denn da sind schon sehr, sehr viele Hintergrundstories dabei und
die Formel-1-Geschichte wird eigentlich gar nicht richtig erklärt, sondern es wird schon so ein bisschen auch vorausgesetzt, dass man die Fahrer, die Teams und auch ein bisschen die Geschichte der Formel 1 kennt. Man muss auf jeden Fall kein Formel 1-Experte sein, um dieses Buch zu lesen, aber so ein bisschen Wissen über die Formel 1, würde ich sagen, wäre schon vorausgesetzt, um mit diesem Buch auch Spaß zu haben. Denn auf die Hintergründe von Formel 1-Fahrern, von Formel 1-Teams wird jetzt nicht direkt eingegangen, sondern es sind wirklich harte Statistiken und dann manchmal kuriose Geschichten. Aber es wird auch ein Stück weit vorausgesetzt, dass man die Protagonisten in diesen Stories dann aber auch schon kennt. Und tatsächlich als letzte Zielgruppe vielleicht einfach nochmal gesagt, vielleicht habt ihr die Idee, dieses Buch jemandem zu schenken, der eigentlich gar kein Formel 1 Interessierter ist, und ihr habt vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass durch dieses Buch da Interesse geweckt werden können. Grand Prix Geschichten, man könnte ja sagen, hey, das sind vielleicht interessante Geschichten, die einen ein bisschen an die Formel 1 näher bringen. Aber ich sage ganz klar, nein, macht das auf keinen Fall, denn dieses Buch ist etwas für Formel 1 Kenner auf jeden Fall. Also ihr müsst da schon ein bisschen eingetaucht sein in der Formel 1. Und wenn die Person das gar nicht ist, dann ist auch dieses Buch nichts für diese Person. Also von daher für wirklich nicht Formel 1 Interessierte, für welche, die keine Berührungspunkte haben mit der Formel 1, ist das auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. Vielleicht noch ein paar Worte von mir persönlich. Was hat mir an diesem Buch gefallen? Was hat mir auch noch ein bisschen gefehlt? Und kann ich für mich persönlich sagen, dass ich das Buch empfehlen kann? Also hat es mir auch Spaß gemacht zum Lesen. Fangen wir an mit den Dingen, die ich besonders toll fand. Zum einen, die Sprache ist sehr, sehr einfach, aber trotzdem klar. Und deswegen finde ich, hat das Buch einen sehr, sehr guten Lesefluss. Und man erkennt auch, finde ich, dass der Autor durchaus mit Begeisterung an der Sache war. Man erkennt, dass ja, der Autor Formel 1 Begeisterung in sich hat, und das erkennt man, finde ich, irgendwie in jedem einzelnen Satz. Und von daher macht es das Lesen eigentlich wirklich sehr, sehr angenehm. Kapitel sind auch sehr, sehr kurz gehalten. Das macht das Lesen, finde ich, auch sehr, sehr abwechslungsreich, weil ja, man eigentlich immer von Geschichte zu Geschichte springt und die Geschichten sind zum Teil wirklich nur 1 bis 2 Seiten lang. Von daher kriegt man eigentlich schnell einen guten Überblick über einen Fakt oder eine Kuriosität über die Formel 1, springt dann aber direkt zum nächsten Thema. Und das macht das Lesen, also den Lesefluss an sich, doch sehr, sehr kurzweilig. Was hat mir gefehlt an diesem Buch? Da springe ich vielleicht gleich zu dem Punkt, den ich gerade schon genannt habe. Natürlich, die Kapitel sind sehr, sehr abwechslungsreich gestaltet. Man springt eigentlich immer von einem Thema in ein komplett anderes Thema. Aber ich persönlich hätte mir da auch ein bisschen mehr Struktur im Inhalt gewünscht, dass man beispielsweise 5, 6 Geschichten in einem Kapitel nochmal zusammenfasst, dass dann beispielsweise sagt, ja, die Anfänge der Formel 1 oder die 70er, die 80er der Formel 1. Das gibt es in diesem Buch nicht, und ja, das ist auch Geschmackssache natürlich. Es trägt auch ein bisschen zur Abwechslung bei, dass man da ein bisschen über die Themen springt, aber mir persönlich hätte ein bisschen mehr Struktur gefallen. Und was ich auch vermisst habe, vor allem für mich als Content Creator, der dann vielleicht doch immer mal wieder ein paar Fakten nachschlagen muss, ein Glossar, dass ich beispielsweise, wenn ich mal ein Video zur Ayrton Senna mache, vielleicht dann einfach genau die Stellen mir rauspicken kann, wo der Name Ayrton Senna auch genannt wird, wo die Fakten, wo die Geschichten, die Kuriositäten genannt werden. Das hätte dem Buch noch gut getan. Vielleicht kommt das ja mal in einer nächsten Auflage. Aber ansonsten von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Vor allem für mich als Formel 1 Passionate ist dieses Buch wirklich sehr, sehr schön gewesen. Ich habe mich da sehr, sehr schnell gut eingelesen und ich war tatsächlich sehr, sehr überrascht, als das Buch dann schon zu Ende war, als ich die letzte Seite aufgeschlagen habe. Von daher vielen Dank, Stefan Ehlen, für dieses tolle Buch und von mir, wie gesagt, eine klare Kaufempfehlung. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.